Herzlich willkommen bei NoobTech zu einem weiteren kleinen Unboxing-Video. Im heutigen Video möchten wir uns gerne mal eine SSD der neuesten Generation ansehen. Es handelt sich hierbei um eine OCZ Vertex 3 mit 120 GB und SATA 3 Anschluss. Das sehen wir im Speziellen dann auch gleich hier. Dieser kann bis zu 6 GB oder 6 Gigabit pro Sekunde an Daten übertragen. Das wäre dann die doppelte Portion gegenüber SATA 2. Wir haben dann hier auch den Trim-Support, das heißt, die Festplatte wird von Windows automatisch aufgeräumt. Wir machen hier gleich beim Unboxing weiter, schneiden hier mal die Folie auf. Entfernen hier ist ja auch, ich muss sagen, die Verpackung wirkt auch sehr schön. Die Absetzungen sind in spiegelnd gehalten, nennen wir es mal so. Wir haben dann hier auf der Rückseite noch einige kleine Details. Wir sehen hier dann zum Beispiel, haben wir eine maximale Leseperformance von ca. 550 MB oder Megabits pro Sekunde und schreiben eben 500. Machen wir nun die Lasche hier auf. Dann kommt Folgendes zum Vorschein. Als erstes haben wir hier gleich mal einen Aufkleber. My SSD is faster than your HDD. So, das heißt, meine SSD ist schneller als deine Festplatte. Meiner ist länger als deiner. Haha. Gut. Was gibt uns OCZ noch? Eine Installationsanleitung. Tja, brauchen wir auch nicht. Sonst noch irgendetwas hier? Nein. Wir haben hier in weiterer Folie verpackt einen 3,5 Zoll Adapter. Das heißt, mittels diesen Adapters können wir diese SSD in jeden handelsüblichen Desktop-PC einbauen. Das ist schon mal ein schönes Gimmick, denn normalerweise oder in früheren Zeiten musste man diesen separat kaufen und den Preis von gut 10 Euro in Kauf nehmen. Auch ein sehr schönes Gimmick. Hier machen wir dann auf und hier kommt dann die SSD zum Vorschein. Hier haben wir dann noch die kleinen Schrauben. Na, die bringe ich jetzt nicht raus, doch wir sehen hier die kleinen Schrauben zum Festmachen des Ganzen. Wie gesagt, hier dann die SSD. Wir haben hier wie üblich dieses Siegel. Wichtig, Acht geben, dass es noch verschlossen ist, denn wenn es nicht so ist, dann habt ihr eine gebrauchte SSD oder Festplatte gekauft. Wir lösen das und sehen, es ist immer noch geschlossen. Deswegen nehme ich wieder mein Buschmesser zur Hilfe und öffne das so. Ups, ist verkehrt. So, was auffällt, diese OCZ-Festplatte bzw. SSD, Entschuldigung, wir stellen dir hier eine SSD vor, ist etwas schwerer als das andere Modell von Supertalent, das ich schon in meinem Rechner verbaut habe. Das fällt mir gleich als erstes auf. Und ansonsten sind sie so ziemlich gleich, was den Aufbau angeht. Wichtig ist, wir haben hier einen SATA 3 oder 6 Gigabit pro Sekunde Anschluss. Dieser ist voll abwärtskompatibel zu SATA 2, wird aber dann natürlich durch diesen Anschluss gebremst. Was noch zu beachten ist, bei diesen neuen Festplatten oder SSDs brauchen wir speziell zertifizierte Kabel, um eben die Geschwindigkeit zu erreichen. Mein Rat an dieser Stelle, es gibt zwar im Internet immer noch Festplatten mit SATA 2, aber
Da SATA3 völlig abwärtskompatibel ist, ist es anzuraten, sich eben eine solche SSD zu kaufen, da man sie ja später in einem weiteren neuen PC, den man sich ja so zulegt, wieder weiterverwenden kann. Also warum nicht schon das nützen, was man hat? Das gilt auch allerdings für andere Dinge. In einem weiteren Video werde ich dann versuchen, euch die Vorteile der älteren Generation bzw. Gegenüberstellung zur neuen Generation von SSDs zu machen. An dieser Stelle kurz der Hinweis, ich entschuldige mich für meine etwas doch kratzige Stimme, doch ich habe seit gut 3 Wochen etwas starke Grippe, tendiere eher zu einer Lungenentzündung. Ich wollte euch aber trotzdem dieses Schmuckstück nicht vorenthalten. Wie immer an dieser Stelle, wem es geholfen hat, erzählt es bitte weiter, macht ein Abo, sofern noch keines hat. Und die anderen, tja, machen nichts und erfreuen sich des schönen Wetters. Ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal.